Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Lernvideoreihe Cyberlink Power Director. Heute geht es um das Vorschaufenster hier auf der rechten Seite. Ich erkläre euch die Funktion und wie ihr es am besten für den Videoschnitt nutzen könnt. Das Vorschaufenster findet ihr hier rechts oben in der Ecke. Ein wesentlicher Vorteil von diesem Vorschaufenster ist, dass ihr es rauslösen könnt. Und ihr könnt es dorthin verschieben, wo ihr es braucht. Und was auch ganz easy ist, ihr könnt es in der Größe verändern, auch hier, wie ihr es braucht. Sagt ihr jetzt, oh, jetzt stört es mich aber, wie kriege ich es wieder hier in die Ecke? Einfach hier oben rechts auf Vorschaufenster andocken, wieder gehen und es kommt in seine ursprüngliche, in seinen ursprünglichen Platzhalter wieder zurück und man kann ganz normal weiterarbeiten. Die einzelnen Funktionen hier in diesem Vorschaubereich. Kommen wir als erstes mal auf den Unterschied zwischen Clip und Film. Wenn ich Clip anklicke, wird automatisch ein Clip in der Zeitachse markiert. Wenn ich Film mache, ist nichts markiert. Genauso gut kann ich das natürlich hier händisch mit der Maus machen. Der Unterschied ist, wenn ich jetzt hier diesen Clip abspielen möchte, dann wird mir das hier in der Vorschau angezeigt, ganz normal. Und der Cursor hört automatisch an dieser Stelle auf weiterzulaufen, sondern springt wieder an den Anfang des Clips zurück. Ihr seht jetzt hier auch, es wird die Zeiteinstellung des Clips angezeigt und nicht des kompletten Filmes. Wenn ihr den kompletten Film angezeigt bekommen lassen möchtet, dann müsst ihr auf Film klicken. Es ist nichts markiert und ihr seht hier natürlich die Gesamtdauer, wo sich diese Abspielposition gerade befindet. Wenn ihr auf Play geht, dann ist das clipübergreifend die Vorschau möglich. Das ist wichtig, dass man sich dieses Handling hier einprägt, um unnötige Klicks zu vermeiden. Ihr möchtet jetzt an einer Stelle aufhören, weil ihr da einen Schnitt machen wollt, hier zum Beispiel, dann müsst ihr immer wieder die Pause-Taste drücken, dann bleibt es genau hier stehen. Drückt ihr die Stopp-Taste, dann springt die Abspielposition an den Anfang des Filmes, also immer auf 0 zurück. Das kann im Handling relativ ärgerlich sein, wenn man nicht das berücksichtigt, insbesondere dann, wenn man relativ weit hinten in einem Projekt ist, zum Beispiel hier, spielt es ab, sieht was und möchte auf verklickt, alles klar, der Cursor ist wieder da, ich muss wieder dorthin scrollen, muss mir wieder meine Position suchen und so weiter. Ich kann das natürlich auch mit der Space-Taste alles machen, der Tastatur. Drücken der Space-Taste Play, drücken der Space-Taste Pause. Diese Taste ist dafür zuständig, dass ihr Frame für Frame, also Bild für Bild, zurückgehen könnt. Ihr wisst ja, wenn ihr jetzt hier zurückgeht, dann ist das nie so feinfühlig im Schnitt, wie man es braucht, sondern manchmal ist es wichtig, dass man wirklich ein Bild für das andere zurück oder vorwärts gehen kann. Und hier seht ihr jetzt, kann ich ein Bild nach dem anderen klicken und kann genau dort meinen Schnittpunkt setzen. Das geht natürlich auch mit dieser Taste nach vorne. Und dann seht ihr hier auch in der Zeitleiste, wie sich das hier verändert. Suchen nach. Hier habe ich Bild eingestellt, weil es geht mir wirklich darum, im Schnitt Bild für Bild springen zu können und nicht zum Beispiel im Sekundentakt, wie hier. Das heißt, hier springe ich wirklich eine Sekunde nach der anderen nach vorne. Für mich im Schnitt geht es nur um das einzelne Bild. Ich kann natürlich auch noch eine Minute einstellen, aber auch hier. Das wird ja immer grober, aber das ist Geschmackssache, muss jeder für sich selbst herausfinden, wie er am besten damit zurechtkommt. Der Schnellvorlauf. Hier wird die doppelte Geschwindigkeit gemacht, drücke ich nochmal drauf, die vierfache, die achtfache, die 16-fache und so weiter. Drücke ich jetzt auf Stopp, weil ich an der Stelle genau anhalten will, dann passiert mir wieder Folgendes, die Abspielmarke klickt wieder ganz an den Anfang des Filmes und alles war umsonst in dem Fall. Also auch hier, ganz wichtig, wenn ich jetzt hier Schnellvorlauf mache, auf die Wiedergabetaste drücken. Dann geht es in zweifacher Geschwindigkeit erstmal weiter und drücke ich nochmal drauf, ist es die Pausentaste. Ich kann natürlich auch hier weiterklicken. Irgendwann bin ich dann auch wieder, nach 16-facher Geschwindigkeit geht es nicht weiter, dann geht es wieder auf zweifache Geschwindigkeit.
die Momentaufnahme. Damit könnt ihr aus diesem Video-Stream könnt ihr ein Bild extrahieren. Ihr klickt drauf, es öffnet sich ein neues Dialogfenster. Dort wird der Speicherort angezeigt. Den könnt ihr unter Einstellungen entsprechend verändern. Siehe hierzu auch meinen ersten Teil der Lernvideoreihe. Da habe ich das genau erklärt. Hier habt ihr die Möglichkeit zu sagen, das Bild, wie es tatsächlich heißen soll. Ich nenne es mal Bilder. Dann kann ich es hier bestätigen. Das wird bestätigt. Wird automatisch in den Medienraum reingezogen und ich kann es sofort verwenden in einer Videospur zum Beispiel und integrieren. Die Vorschauqualität ist natürlich das A und O, je nachdem welches System ihr habt. Habt ihr ein sehr leistungsstarkes System, ist wahrscheinlich die Full-HD-Auflösung genau das Richtige. Wenn ich in einem Vorschau-Modus bin, in dieser Größe, dann reicht mir vollkommen die HD-Auflösung. Und wenn ich schwächere Systeme habe, kann ich hier natürlich noch deutlich runtergehen. Wichtig ist ja bei der Videobearbeitung, dass ich hier einen flüssigen Videolauf habe. Echtzeitvorschau ist auch immer ganz wichtig, weil nur dann bekomme ich alle Effekte und Schnitte genau angezeigt, die ich gerade angewendet habe. Jetzt sind diese Felder hier ausgegraut, außer der Dualvorschau. Das kann ich immer dann machen, wenn ich noch einen zweiten Bildschirm angeschlossen habe, dass ich dann die Vorschau entsprechend trennen kann. Um diese mir anzeigen zu lassen, müsst ihr wieder auf Clip gehen. Und erst wenn der Clip markiert ist, dann seht ihr hier auch diese Möglichkeit, die anderen Themen anzeigen zu lassen. Wie den TV-sicheren Bereich, Rasterlinien. Zu der Lautstärke brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, das erklärt sich von selbst. Hier wird immer ganz deutlich 3D-Modus aktivieren angezeigt. Ich habe noch nie Aufnahmen in 3D erstellt, von daher habe ich immer die Standard 2D-Vorschau natürlich und alles andere habe ich noch nie ausprobiert und kann dazu auch noch nichts sagen. Das hatten wir schon, das Vorschaufenster lösen. Was hier noch ganz interessant ist, ich kann die Größe anpassen. Und auch hier müsst ihr je nachdem, wie es für euch passt, das Richtige auswählen. Ich kann das natürlich auch hier so machen, aber Achtung, wenn ich das hier mache, habe ich was an der Bildgröße verändert, aber nicht an der Vorschaugröße. Das bedeutet letztendlich, dass ihr hier quasi eine Zoom-Funktion gerade aktiviert hat. Deswegen immer gucken, hier seht ihr diesen schwarzen Hintergrund, das ist der tatsächliche Videobereich in dem Moment. Und jetzt seht ihr mal, wie der sich verändert hat. Und das Bild wäre jetzt außerhalb des Videobereichs, aber es klickt so ein bisschen rein. Und damit ihr das richtig hier angezeigt bekommt, könnt ihr das hier einfach entsprechend verändern. Hier habt ihr noch die Taste im Vollbild anzeigen. Auch hier, das erklärt sich von selbst. Hier könnt ihr es wieder rückgängig machen. Hier könnt ihr es wieder in die Originalposition zurückschieben. Das war das Vorschaufenster. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bringt euch was für euren zukünftigen Video-Workflow. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über jeden Kommentar und Anregung, die ihr mir gibt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!